Mike Tindall, zurück im Rampenlicht, verkündet spannende News. Mike Tindall, 44, scheint seit seiner Teilnahme an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps Gefallen am Rampenlicht gefunden zu haben. So überrascht es kaum, dass der ehemalige Rugby-Star nun erneut die Öffentlichkeit sucht und im Herbst dieses Jahres mit seinem Podcast The Good, The Bad und The Rugby und seinen Kollegen James Haskell und Alex Payne auf Tour gehen wird. Die spannenden Nachrichten verkündet der 44-Jährige am Montag, 27. Februar 2023. Via Instagram. Wir gehen mit unserer World Cup After Party wieder auf Tour. Wir werden unsere WM-Geschichten teilen und die Action von Frankreich 2023 zusammenfassen. Heißt es in dem Ankündigungstext zu dem spektakulären Tourplakat. Das Trio wird demnach in England sowie Schottland zu sehen sein. Nach Irland kommen sie dieses Mal nicht, wie einige Fans unter dem Post enttäuscht anmerken. Der erste Termin findet am 31. Oktober 2023 statt, das Finale ist am 8. Dezember in Bath im Südwesten Englands. Aufregende 5 Wochen, auf die sich die 5-köpfige Familie schon jetzt einstellen kann. Mike Tindall ist ein ehemaliger professioneller Rugby-Union-Spieler und war Mitglied der englischen Nationalmannschaft, die 2003 den Weltmeistertitel gewann. 2011 gab er Zara Phillips, der Tochter von Prinzessin Anne, 72, in der Canongate Kirk in Edinburgh, Schottland, das Jawort. 3 Jahre später wurde ihre erste gemeinsame Tochter Mia Grace Tindall, 9, am 17. Januar 2014 geboren. 2018 erblickte Lena Elizabeth Tindall, 4, das Licht der Welt. Zuvor erlitt Sarah Tindall 2 Fehlgeburten. 2021 sollte Sohnemann Lukas Philipp Tindall, 1, dann das Familienglück perfekt machen. Am 21. März feiert er schon seinen 2. Geburtstag. Verwendete Quellen: Instagram.com